Unser erster Einwanderer ist ziemlich scheu. Ursprünglich kommt er aus Ostasien, wurde ab 1930 aber auch gezielt im Westen der Sowjetunion ausgesetzt. Der Marderhund. Ausgewildert hat man die, weil man Interesse hatte, Pelztierwirtschaft zu betreiben, aber das dann irgendwann vernachlässigt hat. Und eigentlich von diesen baltischen Staaten haben sich die Marderhunde überall nach Westen hin ausgebreitet. Und wir können ganz sicherlich sagen, dass wir heute in allen Bundesländern Marderhund-Nachweise haben. Von seinem Beuteschema ähnelt der Marderhund einem nahen Verwandten. Er ist wie der Fuchs, ein Nahrungsgeneralist, ein Allesfresser. Sicherlich viel mehr noch in Richtung Pflanzen ausgelegt als der Fuchs und kann hervorragend existieren. In japanischen Fabeln gilt der Marderhund als ein Schelm, der sich gerne in Gegenstände verwandelt, um so Menschen Streiche zu spielen. Wirklich besonders macht ihn auch, dass er als einziger aus der großen Familie der Hunde Winterschlaf hält. Das ist für Hundeartige eigentlich untypisch. Also in ihrer Heimat, dort wo es im Winter sehr kalt werden kann, können sie sehr schlechte Witterungsphasen überstehen, indem sie ihr Kreislaufsystem herunterfahren und dann in eine Kältestarre verfallen. Auch die Nachbarn des Marderhundes im Wildpark Freisen sind zugezogene, dafür aber alles andere als scheu. Der Waschbär kommt ursprünglich aus Nordamerika. In deutschen Wäldern lebt er exakt seit dem 12. April 1934. In Hessen am Edersee hat damals Rolf Haag zwei Waschbärpärchen ausgesetzt. Und tatsächlich kam dann zwei Wochen später eine Genehmigung des damaligen Landesjagdamtes zur Aussetzung dieser Waschbären. Die erste Aussetzung war also illegal geschehen. Und darauf begründet sich letztendlich die Population an Waschbären, die sich von Hessen aus dann immer weiter ausgebreitet hat. Selbstbedienung gibt's nicht. Der Beginn einer beispiellosen Erfolgsgeschichte, zumindest für den Waschbären. Denn heute gibt es Hunderttausende von ihnen überall in Deutschland. Die Bedingungen hierzulande sind für das kleine Raubtier schlicht ideal. Wir haben natürlich in Deutschland keine Feinde, was bedeutet, dass sie sich wunderschön ausbreiten können und auch von der Möglichkeit, als Nahrungsgeneralist zu funktionieren, das heißt im Klartext, sowohl Fleischnahrung als auch Pflanzennahrung aufzunehmen, ist die Nahrungspalette ungeheuer groß. Waschbären können bei uns hervorragend existieren. Waschbären sind zudem wirklich geschickt. Dank ihrer ausgefeilten Pfoten kommen sie so ziemlich überall hin. Ja, hier sieht man sehr schön, dass das Sohlenträger sind, nämlich eine Hand mit 5 Zehen haben und über den gesamten Fuß hin abrollen. Zeig uns das nochmal, komm. Das macht ihn natürlich auch enorm wehrhaft. Das kann man ja so ein bisschen sehen, wenn die sich herangeln ums Futter und dem Nachbarn dann einfach mal eine verpassen. Die zoffen sich mal, das ist wie im richtigen Leben. Das sind Rangordnungskämpfe in der Gruppe. Des einen Freud, des anderen Leid. Denn für viele heimische Tierarten sind die Zuwanderer zu einer ernsthaften Bedrohung geworden. In Deutschland macht der Waschbär sicherlich einen hohen Einfluss auf all das, was Bodenbrüter ist, aus. Und natürlich auf alle Kleintiere, die irgendwo am Boden bzw. auf Bäumen für ihn erreichbar sind. Das fängt mit der Feldlerche an und hört beim Feldhamster auf. Mit ihren typischen Augenmasken sehen Waschbären nicht nur wie eine Räuberbande aus. In der Nähe des Menschen verhalten sie sich auch noch so. In diesem Verband überfallen die regelrecht dann auch tatsächlich Siedlungsbereiche. Ich habe das schon mal an einem Campingplatz gesehen, wo dann so 5, 6 ankamen, wirklich in Personen wie eine Panzerknackerbande und dann in den Wohnwagen gelaufen sind und den durchsucht haben, ob es da irgendwas zu fressen gibt. Vielleicht neben Waschbären ihre Einstufung als Raubtiere, aber auch einfach nur sehr wörtlich. Diese Raubtiere erkennt man immer an den Fangzähnen. Das sind die großen Eckzähne, die eben zum Greifen der Beute herangezogen werden. Und an den Reißzähnen. Reißzähne, hörst du auf? Nein, nein, das brauche ich selber. Und an den Reißzähnen, die Reißzähne, das sind die großen Backenzähne, die dann zum Zerkauen der Beute dienen. Man hat sehr schön gesehen, wie neugierig der Kamerad da ist, dass er sofort versucht, diese beiden Schädel zu bekommen. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Woher hat der Waschbär denn seinen Namen? Man kann in wahnsinnig vielen Literaturstellen lesen, dass diese Waschbären Waschbären heißen, weil sie angeblich ihre Nahrung waschen würden. Das stimmt aber nicht. Der Begriff des Waschbärs rührt aus der Sprache der Algonquin-Indianer und bedeutet so viel wie die Hände aneinander reiben. Das heißt im Klartext, diese Indianerstämme haben sehr genau beobachtet, wie der Waschbär seine Nahrung sucht, nämlich durch Tastverhalten und Umdrehen von Steinen, Graben im Wasser zum Beispiel oder Ähnliches. Und daher begründet sich der Name.